1991 nackt am See, Pamela verteidigt Tim Allen. Sie soll ihn für dieses unanständige Verhalten in Schutz nehmen. Pamela Anderson, 55, ist eine der bekanntesten Sexbomben der Welt. Ihren großen Durchbruch hatte sie mit der Serie Baywatch, in der sie die Rettungsschwimmerin Casey spielte. Bekannt wurde sich aber bereits durch ihre erste Rolle in der Fernsehserie Hör mal. Wer da heimert an der Seite von Tim Allen? Laut Pam soll sich Tim 1991 am Set vor ihr entblößt haben. Und Pam verteidigt den Schauspieler dafür sogar. Am ersten Drehtag kam ich aus meiner Garderobe und Tim stand in seinem Bademantel im Flur. Er öffnete seinen Bademantel, darunter war er völlig nackt, erzählt Pamela laut Variety in ihrem bald erscheinenden Buch Love. Pamela. Seiner Meinung nach seien sie jetzt quitt, da Tim sie auch schon nackt gesehen habe, damit bezog er sich wohl auf Pamelas Playboy-Shooting. Der Variety-Autorin Tatjana Siegel soll die 55-Jährige zu deren Artikel angeblich eine SMS gesendet haben mit dem Inhalt, Tim ist ein Komiker. Es ist sein Job, Grenzen zu überschreiten. Ich bin sicher, dass er keine schlechten Absichten hatte. Anführungszeichen. Nein, das ist nie passiert. Ich würde so etwas nie tun, äußerte sich Tim in einer Erklärung. Ebenfalls gegenüber Variety. Ob das wohl so stimmt oder ob er sich einfach nicht daran erinnert? Immerhin ist das schon ganze 33 Jahre her. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus, poți să sari sus, 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 sus.